So, und im Anschluss geht es auch direkt weiter mit der nächsten Folge Let's Play Vessel hier auf der Seilbahn. In Schnubbis Playground mit hoffentlich der nächsten kaputten Maschine gleich. Nachdem ich hier in dieses Schlupfloch eingedrungen bin, um das weiße Zeug einzusammeln für Upgrades. Ja, das sieht auf jeden Fall nach der neuen Maschine aus. Fragt sich nur noch, wie, wo und warum. So, hier habe ich blau. Hier habe ich Licht. Und was noch? Ach, eine riesige Tür. Nochmal Licht, aber geht nicht an. Und da drüben werde ich dann wohl rot haben. Welches ich noch nicht einsaugen kann. Ich glaube, ich habe gerade voll die falschen Dinger genommen, weil die sich ja also überhaupt nicht bewegen. Ah, wieso habe ich denn die Explosion an mir dran? So. Hier versuche ich das auch noch. Also das wäre zumindest der Weg, wie ich bis da komme. Fraglich ist nur, wie es dann weitergeht. Ach, das Ding ist aber noch nicht kaputt. Ja, jetzt hat er natürlich beide Lichter angemacht, beziehungsweise beide Lichter ausgemacht. Wieder. So, den. Und den. Nein, nicht tot, nicht. Oh, da bin ich. Jetzt. Genau, damit er sich verdammt auf den Weg macht. Alles gar nicht so einfach. Okay, das hat glaube ich wenig Sinn hier. Ich gucke erstmal weiter. Ach, hier geht's auch schon. Weiter. Ich weiß gar nicht, ob das ein Level war, aber naja, jetzt habe ich sowieso schon das Ding übersprungen. Und es gibt einen neuen Protokolleintrag, das Chemielabyrinth. Ich habe die zentrale Aufbereitungsanlage für diesen Obstgarten erreicht, wo der ganze Zellstoff zusammenläuft. Und es hört sich an, als ob es hier nur so von Anfluros wimmeln würde. Irgendwo unter dieser Anlage befindet sich das Effizienzexperiment, eine Modifizierung meiner ursprünglichen Turbinen. Ich muss dort runter und die Maschine stoppen, damit sich das Fluorochaos nicht noch weiter verschlimmert. Ja, wie runter? Geht doch hier hoch und nicht runter. Zur restlichen kaputten Maschinen zurückkehren? Ja. Aber wie soll ich knacken? Das ist die Frage. Was will mir diese Pfütze jetzt sagen? Bam.
Okay. Das ist neu. Neuer Protokolleintrag, die Fluromitose. Erstaunlich, dieser Trinkerfluro hat eine vollkommen verbesserte Fähigkeit offenbart. Als er seine Kapazität erreicht hatte, teilt er sich in zwei Fluros mit gleicher Funktionalität. Der ursprüngliche Hang zur Selbstzerstörung scheint nicht mehr vorhanden zu sein, was für diese rohstoffreiche Umgebung viel besser ist. Die Anpassungsrate dieser Fluros ist wirklich erstaunlich. Ja, ich möchte aber eigentlich gern schon erstmal hier was wollte ich sagen? Genau, so, jetzt bin ich auch wieder da. Muss ich hier gerade was am Laptop einstellen. Versuche ich erstmal das Rätsel hier irgendwie noch hinzubekommen. Wäre ja schade um die Punkte. Also die Tür muss hier definitiv auf. Da komme ich ja nicht ran, oder? Doch, hier komme ich auch ran. Keine Ahnung, ob das was... Ach, hier kommt... Da ist aber kein Schalter drin. Map. Jetzt bewegt sich aber immer nur einer davon. Das bringt mir ja auch wieder nichts. Aha. Okay. Ich kann also dieses Wassersystem nutzen hier. Um diese Fluros zu lenken. Wasser will ich jetzt eigentlich nicht da drin haben. Quick. Na egal. Nee, jetzt habe ich schon wieder was reingekippt. So. Nein, der ist schon voll. Mist. Okay. Also ich hoffe, dass die beiden sich in der Mitte treffen, wenn der eine versucht, einen Knopf zu drücken und der andere versucht, seiner Natur nachzugehen. Also dem Aufsaugen, meine ich. Nur nicht zu früh machen, damit auch noch was zum Aufsaugen hat. Ach, ist der Rot jetzt ganz weg? Das ist ja blöd. Ach, das war glaube ich schon wieder zu viel. Der wird gleich schon wieder explodieren. Und ich explodiere auch gleich mit. Wo ist das Biest wieder hin? Ach, wahrscheinlich da reingesprungen oder so. Gut, warte ich erstmal wieder, bis der blaue Kram da oben weg ist.
Wie lange dauert das noch hier? So, kann ich das vielleicht wenigstens... Nee. Vielleicht verschwindet er länger, schneller, wenn ich die da raushole aus den kleinen Kisten, kleinen Gefäßen, wie man das nochmal nennen möchte. Weil so kann ich ja den weißen, den roten da ja nicht ranlassen, so. Der explodiert mir ja sofort weg. Habe ich zwei. Wieso greift der mich an? Das ist doch ein Knöpfchendrücker, oder nicht? Na, geht doch. Noch lebt er, das ist ein gutes Zeichen. Bisschen mehr noch. Ach jetzt. Ja, das müsste reichen. Für den Anfang. Ich will den ja nicht so fett machen. Hoppala. Schicke ich ihn. Nee, erstmal hole ich ihn rüber. Schick dann ihn rüber. Nee, das hätte ich andersrum machen müssen, glaube ich. Jetzt überspringen die sich nur. Kann man schnell hier dafür drücken, bevor der explodiert, bitte. Passiert da gar nichts. Nein, nein, falsche Richtung, fuck. Ich habe ja gehofft, die treffen sich hier in der Mitte und machen dann Boom. Also so, nur das halt mit mehr Boom. Das hat nicht gereicht. Wo will der denn hin? Ach, da rum. Stampelt. Wie soll ich das denn bitte machen, wenn die sich immer gegenseitig umlaufen hier? Ach Mist, das ist die falsche Seite. Dreck. Hundekot. Kann sich nur um Stunden handeln. Thank you.
saug dich voll und dann explodier voll auf ihn und dann macht der Qualm da und macht brrrt und alles geht an. War geplant, aber anders. Bloß, ich habe ihn jetzt kaputt gequetscht, bevor er angefangen hat zu leben. So, besser? Ja. Ich weiß aber nicht, was das hier, was diese Lampe hier für einen Sinn hat. Saug, saug, bumm, und wieder trifft ihn nichts, fast nichts. An der Stelle bringt das nicht viel. Ja, ich mache erstmal wieder eine Pause und ich hoffe, ich werde es dann im nächsten Video endlich rauskriegen. Also, bis dann und bye bye.